Ja, sorry, ihr Lieben, da war mein Akku mal wieder leer. Auf jeden Fall fand ich diese Tickets von Ticketmaster pottenhässlich und ja. Nee, sowas brauche ich auf jeden Fall nicht und ich weiß auch nicht. Ja. Auf jeden Fall haben mich nach dem Konzert, da stand ich beim Merchandise-Stand, also da, wo man einen Fanartikel kaufen kann, stand ich da mit in der Schlange. Und da gucken mich so zwei Mädels total dumm an, fangen an zu kichern und dann labert die eine zu ihrer Freundin nur irgendwie sowas wie, das ist die. Wo ich nur dachte, Mädels, wenn ihr irgendwie ein Problem mit mir habt, kommt doch persönlich auf mich zu und labert mich an, aber lästert doch nicht über mich. Und ja, auf jeden Fall war mir das dann auch egal. Diese Tickets sind pottenhässlich und ja, da waren die von Eventime viel schöner, weil die von Eventime, die waren wirklich richtig schön bunt, aber was will man machen, ne? Wir können das ja nicht beeinflussen, das Design. Nein, aber Hardtickets wären wieder schön gewesen. Das wäre schön gewesen, wenn es wieder Hardtickets gegeben hätte, genauso wie im März. Ja. So, dann haben wir hier zweimal das Einfach-Weiter-Ticket. Jeweils 6,40 €, weil ich habe ja ein Ticket 2000, sprich eine Monatskarte. Und ich habe erfahren, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Köln oder Oberhausen oder so möchte, in der Woche, ja, also so nach Köln an sich auch am Samstag, kann ich mir einfach dieses Weiterticket kaufen und dann kann ich mit dem Ticket sogar am Samstag bis nach Köln fahren für nur 6,40 € und das finde ich wirklich supi. Gilt für eine Weiterfahrt in den AVV, VRR und oder VRS innerhalb von 4 Stunden zum sofortigen Fahrtantritt. Im Anschluss bzw. im Vorlauf zu Zeitfahrausweisen ausgenommen Tagestickets oder netzweit gültigen Kombi-Tickets, das AVV, VRR, VRS oder Relationspreistickets. Keine Ahnung, was das ist. Mit unbeschränkter Fahrtanzahl des NRW-Tarifs, der lalalala. Gemeinde des AVV, VRR oder VRS umfasst. Ja. Rund- oder Rückfahrten sind nicht gestattet. Damit bin ich auf jeden Fall dann auch zum Zentrum gekommen und ja, dann musste ich mir halt hinterher. Da hatten wir, glaube ich, irgendwie 3:30. Nee. 20 nach 3 war das ungefähr nachmittags. Da musste ich mir dann das Einzelticket kaufen, um zum Hauptbahnhof zu kommen in Oberhausen. Und dann musste ich mir am Hauptbahnhof nochmal dieses Weiterticket kaufen, um nach Wesel zu kommen. Und ja, auf jeden Fall finde ich das eine gute Alternative. Dann weiß ich nämlich genau, dass ich, wenn ich da mal wieder nach Köln will, ich für nur 6,40 € nach Köln komme. Ich muss das dann nur in Kombi mit meiner Monatskarte vorzeigen und dann ist das gar kein Problem. Von daher besser geht's gar nicht. Dann waren wir ja am Freitag einkaufen gewesen, vorher abends nochmal. Und ja, da habe ich mir Katjes Wunderland geholt. Das hat 89 Cent gekostet, weil ich das liebe. Leibniz Keks gab es dann, das waren so zwei Kekse, wo das Schokoding zwischen war für 1,69 €. Und dann hatte ich mir nochmal von Ja die Kartoffelringe geholt für 1 €. Das waren genau die gleichen wie die von Ringli, nur dass der Name halt anders war. Und bei denen von Ja, da ist mehr drinne. Das ist mir nämlich aufgefallen. Und ja, da dachte ich dann, wenn ich schon mal bei Rewe drinne bin, dann nehme ich mir die auf jeden Fall mit. Und ja. Mich dann auch sehr darüber gefreut und wenn das interessieren sollte, wir waren im Rewe Blankenlagel Friedrichstraße 8 in 46483 Wesel. Ja, falls jemand von euch Wesel kennen sollte, könnt ihr mir das ja mal schreiben, wie ihr Wesel so an sich findet und falls ihr da auch noch nie wart, dann ja, könnt ihr da ja auf jeden Fall mal hinfahren, weil so an sich war das, was ich von Wesel gesehen habe, wirklich eine kleine, süße, schöne Stadt. Und hat mir wirklich gut gefallen. Ja.
Dann waren wir ja bei Action gewesen und da habe ich mir ja diese Kopfhöreraufbewahrung geholt und die war auf jeden Fall in, also Action ist da auf jeden Fall in 3, 1. Boah, ja, das musste gesagt werden, sorry. In 3, 1, 5, 6 Wesel in der Apollo-Passage 29. Und dann steht da halt, dass sie von Tanja bedient wurden. Also ich wurde von Tanja bedient. Ja. Schöne liebe Grüße an Tanja. Ja, gute Frau. Vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder. Ich weiß es nicht. Und ja, auf jeden Fall waren wir am Rätseln gewesen, wie teuer diese Kopfhöreraufbewahrung sein wird, dieses Emoji-Dingen. Und ja, wie halt so geschätzt, so das kostet bestimmt 1,30 € oder 1,99 € oder so. Und ja, dann kommen wir an die Kasse und zack, Leute, was wird da gesagt? 83 Cent. 83 Cent. Oh mein Gott, das muss man sich mal reinziehen, ey. Ist doch mal wohl richtig göttlich, oder? Bin ich nochmal mit 83 Cent davon gekommen. Also besser geht's auch nicht. Dann habe ich hier noch einen Kassenbon. Dann ist die Tüte so gut wie es ging leer. Dann ist da wirklich nur noch das Konfetti drin, ne? Ich finde das ein bisschen schade, dass ich dieses Mal kein rotes Konfetti aufgefangen habe. Aber was will man machen? Bei den McDonald's da an der Turbinenhalle ist das mittlerweile so gemacht. Also ihr bestellt und dann kriegt ihr so eine Quittung und da steht dann eine Nummer drauf. Ja, ich hatte den Zettel nicht abgegeben. Naja, ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ja, gebt ihr den, also kriegt ihr diesen Zettel und da ist halt so eine Tafel. Und auf der ganz linken Seite steht, wird zubereitet und dann stehen da halt die Zahlen. Also da steht jetzt zum Beispiel Nummer 181 und dann steht auf der rechten Seite von der Tafel, ist fertig. Und wenn dann zum Beispiel die 181 in grün erscheint, heißt das, eure Bestellung ist fertig. Ihr gebt dann der guten Frau oder dem lieben Onkel oder wem auch immer, gebt ihr dann diesen Coupon, also diese Quittung. Und ja, die Person gibt euch dann halt eure Bestellung und dann könnt ihr damit halt gehen. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch richtig gut und ja, habe ich jetzt halt einfach behalten. Da ich zu dem Zeitpunkt da eh an der Kasse die einzige Person war, konnte die Bestellung ja nur für mich sein und deswegen, ja, war dann auch nicht so schlimm. Wobei ich sagen muss, als wir da dann nochmal irgendwann auf Toilette gegangen sind, Leute, ne? Wir konnten so von Glück reden. Ja, schön. Tatütata. Passt ja wunderbar hier. Perfekt. Ja. Uhu. Macht mal ein bisschen Lärm da draußen. Uhu. Ja. Auf jeden Fall. Ja, mussten wir halt nochmal auf Toilette und dann sind wir halt auf Toilette gegangen und ja, wir konnten von Glück reden, dass wir zu diesem Zeitpunkt gegangen sind, weil als wir aus der Toilette rauskamen, war vor der Toilettentür eine riesen, ewig lange Schlange. Also wirklich ohne Schmarrn. Es müssen wirklich ein Dutzend Mädels müssen so halt drauf gewesen sein, dass die pullern mussten. Also ja, das ist immer wieder aufs Neue bemerkenswert, wie viele Leute gleichzeitig auf Toilette müssen. Also von daher, ja, es ist aber irgendwie immer nur bei den Mädels, bei den Jungs ist das nie, aber ja, so ist das halt einfach, ne? Ich meine, wir Frauen, wir kriegen ja auch nicht ohne Grund Kinder, ne? Ich glaube, die Männer, die würden das gar nicht ausstehen können, diese Schmerzen. Von daher, wir kriegen ja immer einen Vorgeschmack darauf, wenn wir unsere Regel haben. Und ja. Nur, dass es dann halt, wenn man ein Kind kriegt, wahrscheinlich nochmal tausendmal heftiger ist. Denke ich mal. Also ich kenne mich damit nicht aus. Nein, oh never. Ja, auf jeden Fall habe ich es leider auch nicht irgendwie vor, hier in YouTube Videos hochzuladen, weil ich habe mit der Kamera, mit der ich hier ja gerade filme, habe ich natürlich auf dem Konzert auch Fotos und Videos gemacht.
Ja, von den Fotos ist leider nur ein Foto wirklich gut geworden. Die anderen Fotos, die waren total verwackelt und total verschwommen. Konnte man nicht wirklich was drauf erkennen. Und bei den Videos, ja, ich muss mal gucken, dass ich mir irgendwie eine zusätzliche Kamera für speziell Konzertbesuche oder so kaufe. Weil bei dem lieben Schätzchen hier, bei dem Olympus, ist ein riesengroßes Geschepper. Also wenn ich damit irgendwie in der Konzerthalle filme oder so, ist das so ein Geschepper und ja, das will ich euch wirklich nicht zumuten. Da denke ich mir dann lieber, da lade ich hier dann in YouTube lieber gar kein Konzertvideo hoch, wo ich mir wiederum vorstellen kann, euch ein Konzertvideo hochzuladen, ist bei meinem Handy. Weil bei meinem Handy sind teilweise die Videos richtig super geworden und ja, da könnte ich, falls das Interesse bei dem einen oder anderen von euch bestehen sollte, auf jeden Fall hier dann so, weiß ich nicht, zwei, drei Konzertvideos hochladen, dass ihr dann halt seht, wo ich stand und wie meine Sicht halt so war und so weiter. Ich fand das auch wirklich gut, dass die Bühne wirklich sehr hochgelegt ist, weil so haben auch Leute, die relativ klein sind, auf jeden Fall eine gute Sicht. Da ist es dann auch egal, ob jemand vor ihnen steht, der irgendwie ein paar Zentimeter größer ist oder so. Ich bin ja so circa 1,78, 1,80 groß ungefähr. Würde man mehr so sagen, so 1,78. Wenn ich hohe Schuhe anhabe mit richtig Absatz, bin ich dann auch schon mal 1,86. Und ja, da konnte man auf jeden Fall auf dem Konzert bedenkenlos über mich hinweg gucken. Also da hat keiner irgendwie gesagt, du stehst im Weg, ich kann nichts sehen, kannst du mal bitte deinen Arm runter machen oder so. Das war überhaupt nicht, deswegen, das finde ich richtig super, dass die Jungs und das komplette Team da in der Hinsicht so mit an die Fans denken, dass man dann wirklich auch aus dem hintersten Ecke der Halle dann noch wirklich gute Sicht auf die Bühne hat und dass man sich nicht schwarz ärgern muss, dass man eine Bohnenstange vor sich hat, die einem die Sicht nimmt. Also das finde ich wirklich super. Ich meine, keiner kann wirklich was für seine Größe und nobody is perfect, aber ja, ihr wisst, wie ich das meine. Und irgendwie habe ich es mir mittlerweile zur Angewohnheit gemacht, auf Konzerte immer irgendwie so ein spezielles Motto zu haben. Dieses Mal war jetzt zum Beispiel in Oberhausen mein Motto irgendwie Alien. Weil ich hatte meine Alien-Joker-Kette um. Da ist ja so ein grüner Alien-Kopf dran. Dann hatte ich meinen Alien-Pulli an und dann hatte ich dazu noch meinen Alien-Haarreifen auf. Und ja, dazu dann noch irgendwie grüne Nägel und deshalb, da war das Motto irgendwie Alien und ja. Jetzt in Berlin wird mein Motto auf jeden Fall dann Leo sein, weil ich ein Leo-Oberteil anhaben werde. Ich werde eine Jeans anziehen mit Cutout. Die Jeans kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht. Die habe ich mir irgendwann mal auf Amazon bestellt. Ist noch relativ neu und da ziehe ich dann eine Leo-Leggings drunter. Und dann werde ich mir dazu eventuell noch, ich habe so eins, das ist so Neon Pink mit Schwarz, das ist auch so ein Leo-Muster, das ist so ein Armband, das werde ich eventuell ummachen. Und ja, ich habe dann auch meine Katzenohren auf, also von daher, ja, in Berlin ist dann definitiv das Motto irgendwie Raubkatze und ja, naja. Ja. Da seht ihr auf jeden Fall dann noch das ganze Konfetti. Wie gesagt, rotes habe ich leider nicht gefangen. Ich habe da auch gar kein rotes gesehen. Das war mein Leuchtstab. Den hatte ich am Handgelenk und habe damit immer so rumgewedelt. Und ja, naja. Auf jeden Fall. Was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Auf jeden Fall habe ich ja in Instagram auch ein Video hochgeladen, wo ich das Konfetti in der Hand hatte. Und dann sage ich ja so, Tom ist so eine Drecksau. Und ja, da wollte ich eigentlich sagen, Tom ist eine geile Sau. Und dann ist da irgendwie rausgekommen, Tom ist so eine Drecksau. Ja, es ist natürlich im guten Sinne gemeint und nicht im negativen. Also mir würde nie im Traum einfallen, Jungs irgendwie zu beleidigen. No, never. Sowas geht für mich persönlich überhaupt nicht. Und dann wäre ich auch kein richtiger Alien. No, never. Und ja, auf jeden Fall war das halt so mein Vlog zum
Tokyo Hotel Konzert am 4.11.2017 von Oberhausen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr schaltet mich dann beim nächsten Mal wieder ein, falls ihr noch kein Abonnent von mir sein solltet. Und ihr seid entweder ein Unicorn oder ein Alien. Könnt ihr mir ja ein Däumchen nach oben da lassen. Ihr könnt mir auch gerne ein Kommi da lassen, ob ihr denn auch auf dem Konzert wart. Wenn ja, wo standet ihr? Habt ihr relativ gute Fotos gemacht? Könnt ihr mir alle schreiben, das interessiert mich wirklich sehr. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und sage bis bald. Wir sehen uns. Tschüssi. Alles Einhorn. Einmal Alien, immer Alien.